Achso, dann starte ich mal meine Aufnahme. Dann mache ich das ebenso. Was, du nimmst auf? Hin und wieder. Ja, ich habe dir mal zwei leere Flaschen zugesteckt. Kannst du bestimmt was draus machen. Ja, unter Garantie. Ich bin im Endeffekt Bus zur Kochstation gerannt, um die Zeit zu nutzen. Fische zu kochen für uns. Mhm. Okay, das funktioniert nicht. Wenn ich Fischgräten reinpacke, mal gucken. Jetzt finde ich es gut, dass man Sachen auch ausprobieren kann, ohne dass was kaputt geht im Crafting. Ja. Also. Das hemmt immer ungemein, finde ich. Wenn es kaputt geht. Ja. Da probiert man noch nicht mal aus. Ja. So, wir haben jetzt alle was zu essen und zu trinken im Inventar. Das kann man auch zum Heilen verwenden. Jo. Ich habe versucht, auch darauf zu achten, wer was benutzt. Darum hat zum Beispiel solcher Bella nichts bekommen, was Finesse senkt, sondern bloß erhöht. Das ist ganz gut so. Oh, ich sag, ein gestohlener Becher Wasser. Den kann man bestimmt mit Holzspäne. Ja, super. Achso, wenn du jetzt auch kochst, dann kannst du auch noch den leeren Becher haben. Hat jemand vielleicht noch Obst? Orangen, Äpfel, nee, Birnen? Wenn ich das gehabt hätte, hätte ich das schon in den Becher getan. Ich habe noch einen Kaulbarsch für dich. Wo ist denn jetzt gelandet? Da. So, wir wissen noch nicht, was Wein macht. Ich habe so eine Ahnung. Betrunken? Oh nein! Also, ja, auch betrunken, aber. Heilt 5% Lebenskraft. Naja, ganz genau. Kann man mit heilen. Bei mir sind 10%. Was? Ich bin doch hier der Adlige, dann sollte mich das doch heilen. So, Becher Tee, was auch immer das macht. 5% heilen, ja. Keine Ahnung, wie man Becher Tee herstellt. Hier ist ein. 11, glaube ich, ist das. Nein, 206 Wasser. Boom. Ja, der, keine Ahnung, was der da macht. Ja, kann ja mal der 11 ansprechen. Nö, vielleicht. Kann ich nicht. Kannst du nicht? Nö. Ich kann den nicht ansprechen. Das bin ich, nicht mich ansprechen, den da oben. So, da. Sind doch alle gleich aus, wenn ja andere Elfen. Tell me your tale. Und das sagt der 11? Sind doch alle gleich aus hier. The tongue of others is not my tongue. You may speak of then and when, I do not. I refuse to learn their strange speech. We are unfamiliar, yet familiar. We are the same material, you agree? I am very curious. So tell me your tale. Ugh. Start from the beginning. Start from where you come. Am Anfang war das Alpha und das Omega. Mm-hmm. I see, I see. Now tell me more. Tell me what you do. Tell me what you find. Tja, was suche ich? I understand. Now tell me how your story ends. Ossel, solche ist noch ein bisschen weiter hinten, ja. Ja, ich rede gerade mit einem. Ah gut, ich höre mir das andere Gespräch hier an. Deswegen ist das so völlig unterschiedlich. I hope your wish comes true. Take this rope. It is a gift. It is common. Er schenkt dir ein Seil. Nein. It is nothing. Many fragments swirl on my shore. See what I gather. Kannst du es mit ihm handeln? Ja. Der hat Fertigkeitsbücher. Cool. Für welche Klassen? Also, oder für was? Kontaminierung. Für Giftschaden. Verstärken. Ja. Für Geomanten. Geomant, genau. Giftpfeil-Geomant. Und fossiler Hieb-Geomant. Also, alles okay, Geomant. Alles Geomant. Hm. Dietricher hat er. Schmiedehammer. Leere Trinkflasche. Perle. Seife. Nägel. Aber ich habe eh kein Geld, von daher kann ich eh nicht mit ihm handeln. Nee, aber man kann ja solche eventuell dann Bescheid geben. Jo. Aber scheinbar ist das jetzt nicht so. Ja, der sich mit einem Zwergen unterhält. Der hat mir gerade ein Goldstück gegeben, Moment. Jetzt hörst du ihm eine Weile zu.
Wartet, Mädel. Das Seil kann man noch bestimmt benutzen, um irgendwo mal raufzuklettern, oder? Geht das hier nicht? Oder fürs Crafting. Ja. Ja. Crafting. Ich glaube, aus Seil konntest du dann Lunte machen, oder? Müssten durch zwei Seile sein. Für eine Lunte. Sehr verschwenderisch. Was ist das für eine Lunte? Haven't seen you around here before. New? Oder du hast so ein Ameisenseil oder so. Oh, that'll happen here. Hope Griff and his people aren't giving you too hard of a time. Ach, das war der Typ vom Schiff auch mit, ne? Den man auch als Begleiter mitnehmen kann. Aber der hat mir ein Goldstück gegeben. Ja. Was braucht ihr jetzt da unten? She gives you a long look. You keep them friends of yours close, eh? Ne, aktuell nichts. Der da oben, der Elf hat Erdmagie. Dafür haben wir, glaube ich, keinen. Ja, ich mache Erdmagie so ein bisschen, aber ich habe aktuell eher auf Beschwörung erhöht. Also ich brauche das jetzt nicht so dringend. Now, I haven't learned anything at all. Used to be I had a family. A husband and a little boy. We were healers. Source was in our blood. Then they brought us here. I couldn't stop them from taking my boys from me when they did. Reckon they were cured. Maybe even released. Don't know why the Reds didn't take me too. Now I'm just waiting for him to call my name. Waiting and remembering. Her eyes sparkle. Kind of you to ask. Stefan, he was my little one. Smart as a whip and no less wicked. And my husband, he was called Felix. He was an expert healer. Could fix a broken bone in a short minute. She talks for some time about birthdays, about Felix's prickly beard, about the skunk Stefan once dragged home for a pet. Joy radiates from her as she remembers. She places a warm hand on your shoulder. What a gift to think of them. I'd like to give something to you too. Sind die alle so groß? Family recipe. Zügig? Keine Ahnung. Felix's best. He'd be happy to know it went to such a warm soul. Take care of yourself. You hear? You're a sweet one. Was hast du bekommen? Eine Schriftrolle für Regeneration. Oh, gut. Sie hat auch das Fertigkeitenbuch Regeneration. Ja gut, das haben wir ja schon. Also. Kein Feuer? Jolum, ja. Halt aber würde die mal jemand ablenken, mal mit ihr reden? The woman looks out on the gently lapping waves. Dum, 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 dum. Totally at peace, but räumst sie wieder aus? Unglaublich. Führt sie Gold, Schriftrollen der Wiederbelebung, 4 Stücken Heiltrank, Tomate, Hering, Brot, mehr geht nicht, ich bin weg. Ja, ganz schnell weg. Warte noch mit Beenden des Gesprächs. Ich frag mal, ob sie handeln möchte. Und dann fällt ihr auf, sie hat nichts mehr. Es bringt nichts, dies alles für mich zu behalten. Sie hat noch 2 Schriftrollen der Wiederbelebung. Ja, ich konnte nicht alles, weil man kann bloß einen gewissen Wert klauen. Ach so. Easy enough. Oh je. Kannst du den anderen hier auch beklauen? Den Maul? Bestimmt. Ja, jetzt sollte er aber erstmal nicht mehr hingehen. Ja, du kannst ja den Bogen drehen oben, ne? Du kannst ja auch von oben zu Maul. Was? Jetzt? Ach, ja, kannst mich gerne durchsuchen. Oder? Also, Giftstachel habe ich schon, aber diese Giftflächendings da, das wäre. Klingt interessant. Maul, Tyrana, ist in Ordnung. Ah, die Katze. Oh, ey. Auf der Map ist hier auch bloß ein gelber Punkt. Das passt schleicht sich an. Giftpfeil, Kontaminierung, fossiler Hieb. Was wolltest du haben? Kontaminierung und fossiler Hieb ist auch gut. Kontaminierung, fossiler Hieb. Brauchst du noch verstärken?
Habe ich auch noch nicht. Oh, er hat Riesennägel. Nehmen wir auch mit. Scharfes Eisenstück, Heiltrank, Seife, 35 Gold, Stoffreste, Dietriche, die immer so viel wir kriegen können. Und das Fass verschwindet wieder. Kann man auch im Singleplayer übrigens machen. Ja, ja, klar. Mit Leuten. Habe ich aber echt nie gemacht. Das ist eine gute Krass. Idee. Ja, anquasseln und dann bestehlen. Ja, also mit einem anquasseln von den Gruppenmitgliedern und dann wechseln zu dem, der klauen kann. Braucht noch jemand einen Helm? Ich hätte einen Hut mit zwei Rüstung. Zwei Rüstung? Oder, nee, ich werde werd das austauschen gegen meinen Eimer. Den Eimer, wie er haben will. Ich glaube, wir hatten alle einen Eimer. Ah, okay. Ein Dieb hat es gewagt, mich zu bestehlen. Davon weiß ich nichts. Ja, durchsuch mich halt. Danke für eure Geduld und tschüss. Jo, sehr schön, danke. So, Schriftrolle Wiederbelebung mal ein bisschen auf. Erstmal die leeren Trankfläschchen mit Inhalt füllen. Jo, WB Smu. Smu ist wieder da. Okay, haben wir noch. Dann werde ich nächste Runde erstmal Gedächtnis erhöhen, damit ich die ganzen Sachen auch lernen kann. So, ja, einen Platz habe ich noch frei, das ist das. Hast du auch Geomant? Nein, ich habe Feuer. Ja genau, dann braucht man halt einen, der Feuer kann, ja. Ja, ich werde vielleicht auch nochmal einen Punkt in Hydrosoph mitnehmen, dass ich wenigstens Regeneration mitnehmen kann. Ja, aber es bringt auf einen Punkt nachher quasi null. Also klar, zum Licht entfernen, aber sonst nicht. Für unseren anderen Magier zur Sicherheit mal mitgeben. So, warte mal, ich habe doch irgendwo Schlüssel. Bin nicht angezeigt. Sag mal, Hilde, was hast denn du da? Was ist das denn? Fertigkeitenbuch, Gegenschlag, Wurfmesser, Chloroform, Adrenalin. Ach, das ist Ding. Schurke. Hey, du. Oh, den langen Zweig. Nein, das geht nicht. Ja, hier muss man halt aufpassen, ist jetzt die Stadt, wo wieder mehr Leute rumgucken. Da kannst du nicht so gut beklauen. So, einen neuen Stab für unseren Elfen. Warum ist die Questmarkierung noch da, die Krokodile? Die gehen, glaube ich, nicht weg. Ne, die bleiben irgendwie länger da. Das ist die müssen okay. Das Zeug jetzt irgendwem bringen, ne? Mhm. Diesem Typen, der da uns vorhin so angequasselt hat. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas finde. Hier sind ja mehrere Händler. Die will wieder bloß mitgehen. Was hat Gavin? Hey du, achso. Gavin hat Gavin. Blitzsachen. Das ist auch der Typ, den wir brauchen. Hat er uns auch wegen der. Genau, der also der hier hat ihre T-Org-Fähigkeiten dann. Darfst Gavin sagen, dass er ein Teleporter ist? Ja, genau, ich hab ihn ja nicht, also deswegen habe ich das gerade nicht ausgewählt. Hm, du hast den Teleporter. Ich hab meinen gesteckt, nee, solche. Ich hab ihn dir gegeben. Ah, oder? Okay, dann. Ich bin mit so einem versteckten Tarmel, kleinen Alkoven am Strand. So. So, er hat unsere Karte markiert, wo wir jetzt hin sollen. Ihr erinnert euch an die Schildkröten? Mhm. Ja. Bevor man da hochklettert, muss man da nach rechts abbiegen. Du willst nicht Irma retten? Ich suche jetzt erstmal, ich habe nach Dingenzaubern gesucht, aber sie hat hier keine. Oh, warum liegt da eine Leiche? Huch, ach, weil wir die nicht gerettet haben. Also, ist noch nie passiert. Ich habe es
weggeschickt auch, also gerettet, als ich das erste Mal gesprochen habe, ja. Also beim Spielstand. Das war hier, ich war glaube ich auch ein Händler. Wenn man die Wachen anrät, dann spucken sie einen an, aber du kannst dann mit ihnen handeln. Solche, du kannst doch erkrankt heilen, ne, mit deinem... Das kann sein, ja. Mit deiner Erste Hilfe. Hier ist eine erkrankte Person, kannst du dich mal um die kümmern? Die Mona. Ach, wie bist du denn? Ja, dann soll sie nicht weglaufen, die dumme Ziege. Jetzt haut die schon wieder ab. Ja, jetzt warte ich, ja, bis du wieder da bist. Huch, was? Kampf? Das mochte sie nicht. Fähigkeit verwendet hast. Doch, doch, das ist okay. Was? Sie wollte nicht geheilt werden. Okay. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, wir helfen ihr. Wir sind so gutherzig. Ich glaube auch. Alle anspucken, glaube ich, wäre hier das Gescheiteste. Na, komm ich noch ran? Komm ich noch ran? Nein. Oh, Monas Lederhose ist nicht mehr rot. Ja, zack. Das Seil auch nicht. Hat sie was dabei gehabt? Handschuhe und einen Stamm. Wer braucht noch Handschuhe? Ich würde noch Handschuhe brauchen. Ah, hast du. Eigentlich wollten wir sie nicht töten. Aber eigentlich. Sie hat uns angegriffen. Hat uns angegriffen. Das war Notwehr. Reine Notwehr. Oh, ich habe einen Stamm bekommen. Ups. Brauchst du einen Blumentopf? Ich glaube nicht. Der wiegt zu viel. Ja, sollen wir dann mal zu dem Alkoven gehen? Wer ist der Alkoven? Achso, der... Dieser Teleporter-Quest. Ja, bevor du die abgibst, sollten wir vielleicht nochmal nach unten gehen. Nach unten? Wohin? Zu den Fröschen. Buddeln oder was war da? Na, Teleporten. Achso, ja, das können wir natürlich machen. Ja, ich glaube ja nicht, dass wir gleich hier vorbei ist. Aber klar. Ja, wir können am Strand auch noch so einiges entdecken. Ja, hier ist so alles, überall. Aber deswegen klar, hast du 20 Stunden hier im Prolog verbracht. Genau deswegen. Man läuft so ein bisschen hin und her und entdeckt Sachen und redet mit Leuten. Ja. Es ist, was das angeht, grausig. Naja, ich verkaufe halt, ne? Polymorph-Sachen, okay. Also ich habe ja auch irgendwie nur so 2-3 Stunden gespielt bisher, meinem Solo-Spielstand, und irgendwie war das da alles ganz anders. Ganz anders. Okay, ja, das ist halt... Wo man halt hingeht. Jemand mit, ich glaube, physischer Rüstung brauche ich, ich will niemandem wehtun. Ja, das wäre ich vermutlich. Ich habe bereits 33 physische Rüstung. Egal, solche ist jetzt gerade hier. Also, weil du nach oben rauf teleportieren wolltest. Ja. Das macht 9 Schaden, das ist okay. Ich wollte aber looten. Ja. Solche, du was hier willst ist. Immer looten. Was? Moment. Geomanten, Dingbo. Moment, ich guck. Hätten wir es nicht tauen müssen. Geomanten, unglaublich. So, jetzt bin ich soweit. Ja, Moment, jetzt. Und wieder zurück. Es hat immer 4 Runden Cooldown. Geomanten, gerne. Also, außer ich hab's schon. Ja, was wir nicht brauchen, können wir aber verkaufen. Deswegen. Moment, ich guck. Wo ist das Buch hin? Hä? Teleportier mich bitte nochmal rüber. Bestimmt unter Magie. Lassen? Ich glaube, ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt, oder er nimmt mir die Ding nicht an. Den ersten Knopfdruck. Ja, das ist, wenn man Leiden. Okay, es macht mehr wie 9 Schaden. Aber du kannst dich ja dann heilen.
Nee, mach einfach deinen Schlafsack. Jetzt habe ich es bekommen. Mhm. Ich kann doch zaubern. Ja, mit dem Schlafsack füllst du halt sofort alles wieder auf. Also auch die magische Rüstung und so, wenn du welche hast. Ja, keine magische Rüstung, genialerweise. Smash. Das könnte ich den ganzen Tag tun. Also alle vier Runden. Alle vier Runden, genau. Jetzt hast du das Buch bekommen. Okay, danke. Ich schau gleich, was ist. Ich will hier nur kurz China. Irgendwas vergiften oder kontaminieren oder so. 2-1 liegt gerade noch. Ja, wahrscheinlich habe ich das schon. Habe ich die geklaut gehabt? Ist ihr ja teleportieren. Geht vielleicht einfacher. Das wäre eine gute Idee. Wie schnell China da auf einmal sein kann. Immer. Wieso auf einmal? Das ist immer. Okay, ich kann die Fähigkeit schon. Ich gebe dir das Buch mal wieder, dann kannst du es verkaufen. Und okay. Es ist ein großer magischer Streit, haben einen Zweihandstreitkolben. Ja, yay. Das hat sich gelohnt. Mehr Gold für uns, falls wir mal doch was kaufen statt klauen. Was für ein Ding? Ich kenne dieses Wort mit K nicht. Okay. Händler bestechen, damit sie uns noch was geben, was du nicht klauen kannst. Ach so. Ist das Inventar, was man nicht klauen kann? Ich glaube ja. Ich glaube, da liegt dann eine Runde oder zwei am Boden. Ja, also vor allem kann man es wegteleportieren von Magiern hin zum Nahkämpfer. Richtig, oder in Feuerflächen rein dann und so. Genau. Jolum, hast du schon mit dem Hund gesprochen? Mit Kumpel? Nein. Jo, red mal mit Kumpel. Das ist nicht Kumpel. Wo ist denn Kumpel? Der rennt hier gerade hier bei uns rum. Wir kreisen ihn ein. Da ist Kumpel. Ja, genau. Ach, die Katze ist... die Katze muss weg. Ja, dann... Nur doof, dass sie dir folgt, ne? Kann ich sie anreden, damit sie mehr... Nee. The dog focuses. Oder warte, jetzt. Jetzt. Ja, gut, jetzt funktioniert's. He heaves a heavy sigh. Ja, Eda, ich kann Gegenstände und Feinde auch teleportieren. Das ist macht ja auch mehr Sinn normalerweise, wie Freunde teleportieren. You're nice. Emmy would have loved you. Ups, ich hab doch bloß mit dir geredet. Wir kommen gleich zu dir. Warte mal. Ach, die kann doch nichts. Ja, und wenn du nicht kämpfst, dann können wir so lange machen, wie wir wollen. Haven't smelled her either. She was real bright, you know. Had the best sniffer you've ever seen. I guess that's why they wanted her, not me. Ey, die sauft einen Heiltrank, die. Let me show you something. Das ist mein Loot, was du dir da reinziehst. Oh, der muss was zeigen. Du sollst auf uns warten. Wenn du nicht deine Runde beendest, dann geht der Kampf nicht weiter. Hier ist. Wo ist der Hund? Da rennt er. Wo ist er hin? Hier will er uns was zeigen. Jetzt bin ich im Kampf. Gut, ich komme auch erstmal mit dem Kampf. Der Hund wartet da anscheinend. Ja. Dann können wir die nämlich schneller umlegen. Muss wahrscheinlich näher rein, ne? Ist alles zu weit. Schätze ich mal. Jetzt kann sie nichts wegtrinken, wenn sie am Boden liegt. Ach, steht da ganz hinten. Ja? Ich hab gedacht, die hat was zum Handeln und dann mault die mich an. Es ist halt einer der Charaktere, die man hätte rekrutieren können. Die haben nichts zum Handeln. Dass die komische die Echse nicht mag? Ganz genau. Die hatte ich als Echse rekrutiert, weil ich irgendwie das sehr lustig fand. Das
kann er jetzt? Mückenschwarm. Ja, und er ist rot. Er kann bei Angriffen Schaden absorbieren und sich heilen. Okay, ich habe ja nichts rausgenommen. Wollt bloß mal reingucken. Ja, ja. Ich habe wirklich nichts rausgenommen. Die ist leer. Nein. So, der Hund ist hier an diese Stelle gegangen. Ja, ja, ich bin schon beim Hund. Ja, ein bisschen nordöstlich, aber braucht jemand, der Wahrnehmung hat, wahrscheinlich zum Buddeln hier. Sie hat einen Rucksack dabei. Ja, sie ist halt ein rekrutierbarer Charakter. Alle entsprechenden Charaktere haben einen Rucksack. Oh, das ist schon mal gut. Dann habe ich Zeug, wo ich Zeug reintun kann. Ich nehme mal Kumpels Schlüssel, den wollte er uns zeigen. Ah. Nichts okay. Zum Graben, kein gar nichts. Alles klar. So, Messer braucht keiner von euch, oder? Ich habe eins, das reicht. Wisst ihr nicht wofür? Oh, Fischgräte. Und tschüss. Was war denn das? Werden hier die Mäuse durch die Gegend geschmissen? Meine was nicht. So. So, hier fehlt. Die Kiste war, die wir suchen sollten, aber der Inhalt fehlt. Wer hat Feuer? Ich brauch Feuer. Also wir hätten hier Brenndolche, Geistesfrieden, Zündung und Beschleunigt. Ich nehme die Dolche. Du kannst wahrscheinlich mehrere Sachen nehmen. Ja, aber erstmal Prioritäten setzen. Mhm. Wir hätten auch noch Kinderhandschuhe mit zwei physische Rüstung. Nee. Ach, die habe ich schon. Ja, dann nehmen wir mal irgendwas, was viel wert ist. Nehmen wir zum Beispiel Beschleunigt. Okay, das war's. Können wir mal die Kinderhandschuhe mitnehmen, Apfel und unterhaltet ihr euch mit ihm. Jo, gute Nacht, Betty. Ah, gute Nacht. Schlaf gut. Da geht die Betty. Mit dem kann man nicht viel reden. Was hat denn der jetzt sonst noch übrig? Und du auch, Ossel. Also das Wichtigste habe ich mitgenommen. Naja, die Zündung, aber Rattenschwanz, naja. Ja, also eine ungewöhnlich große Orange fand ich am besten. Das war so das Wichtigste. Wo ist denn jetzt der Zwerg hingelaufen? Ach so, deswegen können wir nicht mehr mit ihm reden, weil du die jetzt schon hast. Sonst hätten wir ja, also ich ihn darauf auch ansprechen können. Guck die mir mal an. Ich gebe die mal weiter. Ah, okay. It appears that Griff was after more than just some fresh citrus. Ja, gute Nacht, Ossel. That bastard was just using us to get a fix. Ah, Ossel dann auch. Gute Nacht und vielen Dank fürs Zugucken. Griff only wanted the supplies to ride the magic Drudenay dragon. Bastard thought we were little more than drug mules. Drug mules. I guess you really can get anything in prison. Ja, genau, China. Gib das mal unseren Unterhändler. So, dann. Ja. Ausrufezeichen speichern, bitte. Ja, ich lerne das noch schnell. Fertigkeit erlernen, ja, jawohl. Ja, er will da bloß wieder Pause machen. Was, wieso? Nö, aber wenn wir weitergehen mit dieser Orange, wollte ich kurz. Moment, speichern. Wir können vielleicht doch hier eher so einen Schnitt. Ja, das können wir sehr gut machen. Ah, klasse.